Hallo, ich bin Florin Kienbaum und heute erzähle ich euch etwas über meinen Weg. Ich kann mich noch an mein erstes Pony Gracie erinnern. Die habe ich als Pflegepferd bekommen und musste mich ein Jahr beweisen. Meine Mutter hatte die eigentlich schon gekauft, aber ich musste ein Jahr zeigen, dass ich mich gut um das Pony kümmere. Ich habe mit 6 angefangen und dann die ersten Jahre bin ich einfach nur schnell durch die Gegend galoppiert und durch den Wald gedüst. Wir sind immer ausgeritten. Der Anfang ist halt schon was ganz Tolles, wie man auch anfängt, mit Pferden umzugehen und sie kennenzulernen. Und es war eine unbeschwerte Zeit, eine lustige, schöne Zeit. 2008 habe ich mit meinen 2 Ponys, ich hatte 2 Hengste, Going East und Donnertraum. Da fing das dann wirklich so an, auch mit Europameisterschaften danach wirklich ein Ziel zu haben und zu erreichen. Mein Traumel, der Donnertraum, der steht auch immer noch hier bei mir im Stall, der ist jetzt 15 und ein kleines Mädchen reitet den. Den habe ich immer noch und bin ganz glücklich mit ihm. Ich war am Anfang noch total unbedarft und habe dann einfach wurde dann zur Sichtung geschickt und bin dann immer weitergekommen. Und ich war als Ponykind sowieso ganz ruhig und entspannt und habe das überhaupt noch nicht so ernst genommen. Manche Ponykinder waren dann total aufgeregt und haben geheult vorher. Und ich war fast immer zu entspannt und meine Eltern und meine Trainer haben dann immer irgendwie versucht, mich ein bisschen zu aktivieren. Und da haben wir dann auch angefangen, vorm Reiten noch mit meinem Papa so ein bisschen Handball zu spielen. Und das hat sich jetzt aber irgendwie so eingegliedert, dass ich das heute noch mache. Also ich muss jetzt nicht mehr aktiviert werden, aber vor jeder Prüfung spiele ich noch kurz mit meinem Papa so 5 Minuten ein bisschen Handball. Und das bringt jetzt immer Glück. Nach der Ponyzeit habe ich ein Großpferd bekommen, Good Morning, und das ist meine treue Seele, den habe ich auch immer noch. Und mit dem hat das dann einfach alles angefangen, dass man auch dann die Leistung zeigen musste und sich immer weiterentwickelt hat, und den habe ich dann auch selber ausgebildet. Der Erfolg war mir damals auch gar nicht so wichtig und jetzt auch nicht immer. Also man freut sich natürlich, wenn man dann was erreicht hat und geschafft hat, aber ich finde, das ist immer so eine Leistungskontrolle, ob man das im Training, ob man das richtig macht, und das ist für mich viel wichtiger. Ich möchte mich natürlich immer weiterentwickeln und jetzt auch nächstes Jahr dann in der großen Tour starten. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie auch Fuß fassen kann und auch dort zeigen kann, dass wir die Leistung bringen können. Jetzt habe ich euch etwas über meinen Weg erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über mein Team.